So, eine nächste kurze Folge wieder. Herzlich willkommen zu unserem Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind im Vorturnier, im Champ-Turnier und der nächste Gegner dürfte jetzt der gute Hopp sein. Mary haben wir ziemlich eindrucksvoll besiegt. Das heißt also, wir hatten ja nichts Effektives gegen sie. Wir haben sie besiegt jedenfalls und die Olangar ja auch gut weggespielt, war kurz eben. Aber jetzt kommt Hopp und das wird nochmal eine etwas andere Hausnummer werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Mal gucken. Ich musste gerade am Beginn unserer Reise in Föllerheim zurückdenken. Demi, hast du beide gerade ein Pokémon geschenkt? Damit habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Und diesen Spur habe ich mir hiermit eingelöst. Und jetzt hole ich mir den Sieg. Und jetzt geht's gegen Hopp. Er fordert uns hier raus mit einem Spoiler. Wir haben 5 Pokémon. Und Hopp hat uns vorhin wirklich während des Turniers oder wirklich zum Zeigen. So. Zwolle. Dann einfach mal Pekko einsetzen. Und Pekko kann uns wieder bei der Aura Rad. So, ist jetzt Wattelschild ein, um seinen Verteidigung zu erhöhen. Glaube ich, ja. Drastisch, glaube ich, heißt die 3 Schießen. So, damit drauf. Jetzt kann ich mir vielleicht auch Donnerstag starten. Ich habe 5 Stunden. Laura hat es nicht mehr. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen genommen. Ich habe ein bisschen genommen, die Situation. Um einfach mal ein bisschen an meinen Besonderheiten zu entwickeln, auch wenn es ausgehend gewesen wäre. So, eine Kiste mal drauf und ist durch. Jetzt habe ich aber nur keinen. Dass ich mir kein Links bekomme, keine Paralyse, das habe ich auch im Durchbruch und dann habe ich boah, nicht ganz Geschichte. Geht's da gar nicht, ne? Ah, wie findest du das? Ich habe alles aus dir in Kämpfen gelernt. Scheiße, ich bin dann eigentlich noch wieder mit raus. So, dann setze ich das Nom-Nom an und das Symbol ein bisschen zu. Ärgern. Über Schnee. Ja, du setzt auch noch. Das ist ein Mega rein. Ich habe ja Glück und bin so tief gekühlt. Gut, du möchtest also uns ärgern, das heißt. Dass ich ein Geist mit meiner Nutzung eigentlich begegnet habe und mit Body Fan nicht mehr wieder ausgekühlt werden. Okay, so, Steinhagel. Okay, er hat auch noch zu finden. 10 Kurs. Und einmal kurz die. Ja, das hat er jetzt wirklich. Das kann man nicht sagen. Initiative kommt. Das ist das Rückstand noch. Da draußen mit Erdbeben noch mal. Lachs. Wir haben normal Pokémon. Die kann man dann nicht mehr haben. Und eigentlich muss ich mir gerade nicht erklären, warum das alles ist.
wenn wir das Spiel zumindest mit Fortunato mal weiter. Das ist ein totaler Verschicker, ne? So, dann gehen wir natürlich jetzt mit der Panzerfalle mal. Das heißt, was ich merke, was du jetzt antust. Das ist zurück. Nicht so weh. Also, Panzerfalle mit ausgrillen. Lammen wir uns. Noch hinterher. Das Spielchen noch nicht jetzt mit Dracometer, aber ich hoffe, dass die Attacke trifft. Gut. Aber wenn das gedacht ist. Das ist die Frage, aber liegt das oder noch? Das ist ja ein Stahl-Pokémon. Was ist das hier? So, versuchen wir es mit Steinnadel. Und wir kommen noch von der Höhe rein, also. Nochmal. Das ist Kram in der Geschichte. Dann haben wir jetzt alle drei nervigen Mal weg. Das heißt, vermutlich hat er seinen Starter noch. Ja, er hat noch Schwierigkeiten gemacht. Das muss ich ihm lassen. Ich glaube, das ist jetzt ein Beispiel, um ihn zu bringen. Du wirst wahrscheinlich noch gleich jetzt die Rennen einsetzen. Das heißt, das Spiel geht nicht mit.
alles gut läuft, müsste es eigentlich der Sieg für mich sein. Ja, aber wir sind dann doch besser, wenn wir das nicht können. Ein Relaxo. War nicht ohne. Ja, vielen Dank. War schön, ich kann meine Seite zahlen. Und damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der allerbeste unter ihnen darf ins Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Kev. Aha, mit den Worten. Ah, ich weiß, Sanya meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nie als Held gesehen. Du hingegen. Ist ja eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten. Mein Glückwunsch an dich, Snomnom und dein ganzes Team. Von den Leuten, von Lilien und ja, was für ein bewegender Kampf. Wir sind glatt hingekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie möglich sieht das nur an. Ich habe es im selben Dorf aufgebrochen. Du hast euch ein Team zusammengestellt und alle gekämpft auf von euch gesteckt. Euer Sieg ist für dabei, jede Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Und dieser Trainer, der damals gesagt hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Stelle zu schreiben, das ist echt, jetzt echt dämlich schön. Allerdings vor allem, wenn man denkt, dass du dieser Trainer was gehört. Du sagst es doch. Du weißt nicht, wenn man sich als Champion erfüllt. Wenn meine Pokémon auch nicht mit ihm oder mit ihr, mit allem, was wir haben, die Zombies. Da hat es auch ganz einfach mehr raus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mir die Trainer. Genau, jetzt geht das richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gebe mich erstmal in die Verlängerung. Und dafür solltest du aber noch Energie tanken. Komm, lass uns alle etwas essen gehen. Ja, das können wir gerne machen. Aber ja, du wirst wieder irgendein Kitzel hier geschuppen. Du warst auch nicht was zu essen. Kev, stell dich doch auf einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie der weiß, hat dir den Champ der Galle-Region dir und Hop eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hop, den man gut und gerne als seinen Rivalen bezeichnen kann? Ja, ich freue mich natürlich, klar. Meine ich ganz einfach. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hop gerne sagen würdest? Ja, starker Gegner auf jeden Fall, klar. Ah, verstehe. Du siehst ihn auch als seinen Rivalen. Ja, auch. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Spiel zu gewinnen? Klar. Das muss ich gar nicht antreten. Jetzt reicht's aber langsam. Das waren diese ganz unverschämten Fragen. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Dine verabredet. Also lasst uns bitte in Ruhe. Ja, aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, das Hobby hat jetzt echt nicht leicht was. Wo war mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordhunger. Einige Stunden später. Oh, wo steckt der Dine denn? Ich will das sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer nie das Versprechen. Ich habe es ja auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Ja, nur.
Er kann zwar nichts, aber er hat es ihm versprochen, dass es stimmt geworden. Ah, alles klar. Ja, pünktlich zu einer Verabredung zu kommen. Sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Ach, musst du ein Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie nützlicher gewesen. Erzähl mir was Neues. Ich mache wirklich Sorgen um die Nügel, klar? Außerdem muss ich mir für jemanden wie dir keine Moralpredigt annehmen. Soll ich in dem Alter jemanden ernst nehmen? Oh. Wenn du nur immer das Äußerste achtest, wundert mich nicht, dass du verloren hast. Was den Champ angeht, der ist zum Wursttor gegangen. Was? So. Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Monowell-Haltestelle getroffen. Solche Ausrichtung, dass er sich etwas verspätet hat. Weil er irgendwas im Wursttor erledigen musste. Was? Wursttor ausgerichtet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal jetzt, könntest du vielleicht zum Weg zum Wursttor zeigen? Ich habe leider keinen blassen Schimmer, wenn er hinkommt. Ah, du bist genau wie dein Bruder. Vielleicht mache ich den kleinen Finger oder euch die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass ich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Das ist aber nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es nicht geschafft, mich zu besiegen. Und am besten trommel ich zur Verstärkung gleich die Mail zusammen. Ich werde mir den Wursttor gemeinsam einen kleinen Besuch machen. Ah, du bist der Größte jetzt. Vielen Dank für deinen Platz. Das war so richtig. Was? Da bleibe ich eben gerade. Und jetzt sagt er, du bist der Größte. Gut. Was wollen wir dann mit dem Wursttor machen und klären, was da so abgeht? Feierabend. Bis zur nächsten Folge.